Ja, das wird wohl nichts mit friedlichen Weihnachten für die Ampelkoalition, denn man konnte sich nicht auf einen Bundeshaushalt für das Jahr 2024 einigen. Trotz nächtelanger Verhandlungen zwischen dem Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Vizekanzler Robert Habeck und dem Finanzminister Christian Lindner sind die Verhandlungen gescheitert. Eigentlich wollten die drei bis Weihnachten einen gültigen Haushalt vorlegen und das hat nicht geklappt. So schreibt es die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast. Offenbar in einer vertraulichen Nachricht. Und die soll der Bild-Zeitung vorliegen. Mittlerweile gibt es eine Bestätigung. Zugeschaltet ist mir jetzt meine Kollegin Dorothea Schupelius. Dorothea, was heißt das in der Praxis für das kommende Jahr? Es gibt keinen Haushalt. Es heißt erstmal, dass sehr viele finanzielle Fragen nicht geklärt sind. Man muss aber im Hinterkopf behalten, die Pflichtausgaben, heißt Gehälter, Rente oder ja auch Bürgergeld zum Beispiel, obwohl darüber viel gestritten werden, die werden ausgezahlt. Also sitzen jetzt nicht auf einmal alle ohne Gehälter da. Trotzdem ist das eine echte, waschechte Krise. Denn diese Regierung, die so viel gestritten hat in den letzten Monaten, hätte natürlich jetzt hier einfach das Gesicht wahren müssen, indem sie es schaffen, sich zu einigen. Und sie haben es nicht hinbekommen und geben sich jetzt noch mal die Blöße, sagen zu müssen, wir haben es nicht geschafft. Wenn man sich die Umfragewerte mal anguckt, wo man sieht, dass die Prognosen für die Landtagswahlen im Osten schon jetzt besagen, dass die regierenden Parteien es wahrscheinlich noch nicht mal mehr in die Landtäge schaffen, dann wird das nicht dazu beitragen, dass die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen in diese Regierung hat. Also schon allein in der Hinsicht ist das eine Staatskrise. Ricarda Lang hat ja gestern erst noch gesagt, dass sie hoffe, man würde sich einigen, um genau so eine Staatskrise eben zu vermeiden. Diese Hoffnung wurde jetzt im Keim erstickt. Man ist zu zerstritten. Die FDP möchte keine neuen Schulden machen, möchte die Schuldenbremse nicht aussetzen, keine neue Notlage erklären. Die SPD wiederum möchte weder die Sozialleistungen runterschreiben, noch an der Schuldenbremse festhalten. Ganz im Gegenteil, sie wollen die Schuldenbremse aussetzen. Und diese zwei Fronten haben sich so verhärtet, dass man einfach nicht mehr zusammenkommen kann. Also stellt sich langsam die Frage, wie lange diese Koalition überhaupt noch zusammen regieren kann. Dankeschön in den Bundestag.